Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gran Turismo. Und zwar den ersten Teil dieser Gran Turismo Serie. Inzwischen gibt es ja fünf oder sowas. Oder sogar ein Stück mehr. Ist ja auch egal. Ich hatte mir vorgenommen, jetzt die internationale A-Lizenz anzutreten. Und jetzt sind das immer Zeitrennen. Und das ist halt jetzt sozusagen die Oberklasse. Wir haben jetzt ein Zeitrennen auf dem Highspeed-Ring. Heißt aber auch, wir haben technisch gesehen bessere Wagen. Und wenn ich nicht viele Bit-Aussätze habe, sollte es auch besser von der Hand gehen. Und wie gesagt, wir dürfen nicht über den Rasen fahren. Und wir haben ein TVR Griffith und so ähnlich. Naja, auf jeden Fall, wir müssen hier eine Stadt, also sämtliche Fahrtechniken beherrschen. 1 Minute 7 Sekunden haben wir Zeit. Das war entweder ein Mittelmotor oder ein Heckwagen, wenn ich mich nicht irre. Und irgendwie habe ich gerade so ein Comeback, ich weiß nicht, also ich erinnere mich irgendwie, den Wagen des Öfteren gefahren zu haben. Ja, auf jeden Fall muss man aufpassen, weil Heckantriebler, die verhalten sich natürlich ganz anders als Front- und Allradler. Weil Frontantriebler und Allradler, ich sag's jetzt einfach mal so. Mal gucken, wie wir jetzt hier in die Kurve reinkommen. Erstaunlicherweise ganz gut, ja. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Anbremsen und rein in die Kurve. Man merkt also, man kommt damit doch etwas besser um die Kurve. Oh, das war ein heftiger Ausritt. Nein, noch nicht, aber komm rum, du LKW. Ob man das jetzt noch schaffen, ist die Frage. Viel Zeit haben wir liegen lassen. Aber wichtig ist jetzt die letzte Kurve. Ich denke mal, die stellt uns vor den Scheideweg. Ja. Sehr gut, wir sind weit innen, können jetzt zwar nach außen getragen werden, das ist aber nicht schlimm. Sehr schön. Wie lange hatten wir Zeit? 1 Minute 7, wenn ich mich nicht irre. Das könnten wir schaffen. 5, 6 und es ist geschafft. 1:06.470. Natürlich, man könnte die anderen Kurven noch ein bisschen besser anfahren, aber wir haben die geschafft. Ja, warum SS Route Special Stage heißt das? Ja, Special Stage Route 5. Und dann müssen wir jetzt auch eine Runde fahren. Meine Stimme hat gerade ein bisschen versagt, aber na gut. Kann ja mal vorkommen. Eine Minute 30 Sekunden mit einem... mit einer Dodge Viper. Alles klar. Das war auch mal ein Konzept-Car. Ist glaube ich auch ein Muscle-Car, wenn ich mich nicht irre. Sollte ich einem Irrtum unterliegen, so tut es mir leid. Und ja, die erste Kurve habe ich sonst nicht so hinbekommen, aber wie gesagt, man merkt, also der Wagen, der wackelt dann auch schon ein bisschen. Wir müssen hier ein bisschen weiter reinkommen, um die Kurve besser zu nehmen. Und man muss aufpassen, damit man halt nicht ins Schleudern gerät und man hat keine Karte. Das ist natürlich auch noch die Schwierigkeit darin, dass man keine Karte hat. Hier sollte man ein bisschen Schwung holen, aber nur um hier die Kurve gut zu kriegen. Naja, gut zu kriegen, meinte ich eigentlich. Das war das Gegenteil. Ja, doch, es könnte nichts werden mit dieser Kurve. Na gut, sehr viel Geschwindigkeit verloren. Komm rum, du LKW. Oh Gott. Nee, das können wir nicht machen. Noch einmal. Also gut, die erste Kurve haben wir gut bekommen, aber dann der Rest, der war nicht so schön. Na gut, also, auf geht's. Ja, die dreht halt ganz schön durch, muss man sagen. Ich hatte dann auch damals mal so verrückte Einstellungen, weil ich irgendwie ganz schnell auf 115 Kilometer die Stunde war. Mit anderen Wagen. Also mit diesen richtig Hochleistungswagen. Ich weiß noch, in Teil 3, da gab es ja auch Formel 1 Wagen ähnliche Fahrzeuge. Und das war dann natürlich auch sehr schön. Ah, durchs Driften ganz schön viel Zeit liegen lassen. Oder war das damals so die Fahrweise? Weiß ich gar nicht mehr so genau. Fakt ist, wir müssen hier besser reinkommen. So in etwa. Ihr werdet wahrscheinlich gehört haben, wie ich jetzt den Stick immer hin und her gerissen habe. Ja, das ist aber gut rumgekommen. Das darf man schon mal so sagen. Hier jetzt einfach nur gut reinkommen. Ja. Nun gut, also... hier anbremsen und hier kamen ja solche Schikanen.
Und hier muss man nämlich auch ganz gut durchkommen, was ich gerade nicht so geleistet habe. Und der Wagen hatte nämlich seinen Schwerpunkt verlegt und deswegen kam ich da nicht mehr so gut rum. Das ist nämlich hier einfach der Knackpunkt. Und naja, wir haben nicht mehr viel Zeit. 1 Minute 30 haben wir nur. 10 Sekunden sind es noch. Jetzt nur noch 8. 6, 5, 4, 3, 2, 1 und nicht geschafft. Nee, da war ich noch 1,5 Sekunden zu langsam. Also noch einmal. Aber gut, das ist ja auch fordernd, denn das ist ja die internationale A-Lizenz. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Und ab geht's. Wie gesagt, damit kann man jetzt auch wieder einen Part filmen. Und dann habe ich für heute die ersten, Gott, 7 Parts aufgenommen oder so. Einige. Aber ich mag dieses Spiel. Es hat so einen schönen alten Charme, weil es halt gerade so die Anfänge darlegt, wie es damals einfach mal alles angefangen hat. Aber auf eine schöne Art und Weise. Das ist ja nicht mal ein Spiel, was schlecht ist, weil das wollte damals einfach jeder haben. Wir waren wirklich alle verrückt danach, als es Gruppe hatte. Wir haben das, wie gesagt, echt gesuchtet. Und naja, es war schon was Besonderes, muss ich sagen. Und an Weihnachten 1998 hatte es dann auch endlich und oh Gott, ist das schlecht. Viel zu viele Wände mitgenommen. Ah komm, die Kurve, die kriegt man jetzt doch noch ganz gut, ja. Wenn ich mich nicht irre, wann mal im dritten Teil war das, glaube ich, wo man auch hier Regen hatte oder sowas. Oh Gott, jetzt habe ich meinen Wagen total verloren. Aber die Kurve ist viel besser. Das hat, also es war immer noch nicht optimal, aber ich habe viel mehr Zeit einsparen können. Ich muss hier nur besser rausbeschleunigen können. Ich habe mehr Zeit. Das könnte jetzt natürlich machbar sein. Mal gucken. Noch 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und knapp. Nee, schon wieder. Das war schon wieder so schlecht. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass es besser war. Na gut, wir müssen das nochmal machen. Also wir müssen jetzt soweit das optimieren, bis das hier gelöst ist. Aber ich weiß ja, wo ich die Zeit habe liegen lassen. Lieber einmal mehr vom Gas gehen, als dann an die Wand zu kommen. Nun gut, also wir holen hier erstmal ein bisschen Anlauf. Gehen hier in diesen Tunnel hinein und müssen vom Gas runter. Genau, damit wir nicht außen an die Bande kommen. Denn je enger wir die Kurve fahren können, desto besser ist das eigentlich. So, zum Beispiel, hier müssen wir jetzt anbremsen. Ja, den Schwung hätte ich auch besser nutzen können. Also wenn wir schon so eine Gewichtsverlagerung mit dem Auto machen, dann sollte man das auch sinnvoll nutzen. Also so bremsen, dass man auch wirklich besser rumfahren kann und nicht so, wie ich es gemacht habe. So könnte man es zum Beispiel etwas nutzen. Naja, gut. Naja, das kann man schon wieder vergessen. Nee, das wird nichts, denke ich mal. Jetzt muss man hier nur ordentlich um die Kurve herumkommen. Hier können wir den Randstein sogar ein bisschen mitnehmen, glaube ich. So, das war wieder ein Bildaussetzer. Okay, weiter geht es. Jetzt ist mein Bild auf einmal viel heller. Naja gut, wie dem auch sei. Hier mal ein bisschen mehr vom Gas, genau. Und dann gucken wir mal, wie wir das jetzt schaffen. Nee, oh Gott, noch schlechter als vorhin, glaube ich. Ja, irgendwie hat sich jetzt mein Bild am Fernseher heller gedreht, aber naja, ist egal. 20, 29, 30. Ja klar, da habe ich viel mehr Zeit liegen lassen. Man sieht es ja auch. Oh Gott, das war ja jetzt richtig, richtig miserabel. Aber wie gesagt, wir wissen ja, wo die Zeit liegen geblieben ist. Also nochmal das Ganze. Na gut, so soll es ja auch sein, dass die Lizenzen ein bisschen fordernder sind. Ist natürlich dann schade fürs Spiel, da ich jetzt hier oftmals etwas wiederhole. Aber das kriegt man schon irgendwie hin. Wie gesagt, ich muss die Kurven besser reinbremsen und dann klappt das auch. Hier können wir so noch durch. Und jetzt muss ich hier versuchen, so in etwa mal reinzubremsen. Ob das jetzt so optimal war, weiß ich noch nicht. Das werden wir am Ende sehen. Und ich fahre manchmal zu unruhig. Also ich lenke manchmal viel zu unruhig. Mal gucken. Jetzt muss man hier... Naja,
so nicht. Da kann man wirklich viel schneller durch. Jetzt habe ich hier bestimmt eine halbe Sekunde verloren. So, rum und beschleunigen. Genau, sobald der Scheitel der Kurve erreicht ist, kann man hier schön rum. Hier muss ich mal ganz kurz vom Gas, aber diesmal habe ich diese Kurve auch besser bekommen. Und hier muss man wirklich fast geradlinig den Wagen durchschlängeln. Naja, so in etwa, sagen wir es mal. Das war ein Ansatz. Aber wir müssen hier halt besser aus dieser Kurve rauskommen, aber das ist halt schwierig. Na, mal gucken, ob das jetzt reicht. Ansonsten weiß ich auch nicht weiter. Ich sollte auch nicht so schräg fahren. Ich muss gerade fahren. Oh, ich kann nicht hingucken. Ich kann nicht hingucken. Nee, das reicht nicht. Immer noch 1,2 Sekunden zu schlecht. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, noch einmal. Das müssen wir jetzt hier wiederholen, bis ich das schaffe. Oder muss ich das rausschneiden? Nein, ich weiß es nicht. Ach, herrje. Also manche Kurven muss ich echt schneller fahren. Vor allem hinten, da verliere ich meiner Meinung nach auch noch zu viel Zeit, um das hier irgendwie zu meistern. Aber wie gesagt, hier muss ich ja reinbremsen oder... Naja, nicht unbedingt bremsen. Aber irgendwie muss ich ja hier durchkommen. Ja gut, jetzt habe ich den Wagen stabilisiert und das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Also die Kurve sah doch jetzt schon mal schön aus. Nee, ich fahre lieber direkt, weil ich mag das nicht, wenn die Kamera so hinterher hinkt. Ja, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Oh Gott, war das miserabel, da hängen zu bleiben. Aber das ist mir damals auch passiert. Daran erinnere ich mich noch ganz schmerzhaft. Na gut, komm. Jetzt schaffen wir das aber. Jetzt, mit dieser Musik, da muss ich das schaffen. Naja, so kann man auch seine Parts filmen mit den Lizenzen. Und wieso bin ich jetzt so weit hinausgekommen, wo ich doch gar nicht... Naja, gut, ist egal. Nee, das war jetzt komplett für die Katz. Also, nochmal das Ganze. Auf die Plätze. Fertig und ab. Naja, so in etwa. Ich weiß noch, als ich bei meinen Jugendweltmeisterschaften, also bei den Jugendweltmeisterschaften in Prag war, man hatte eigentlich gar nicht verstanden, was er sagte, aber man wusste halt, dass es dann irgendwie auf die Plätze fertig losheißen muss. Naja, aber war jetzt nicht sonderlich schlimm. Man könnte sich ja denken, was es heißt. So, anbremsen, durch hier. Jetzt bin ich hier mit viel weniger Geschwindigkeit durch als vorhin. Da bin ich mit 100 noch was durch. Vielleicht sollte ich mir mal die Videos angucken, die die Entwickler ja selber wohl gefahren sind. Naja, zumindest etwas besser durch. Können wir mal so sagen. Jetzt, wo wir noch die Steigung haben, können wir das ausnutzen. Und das passiert dann. Yeah! Das passiert dann halt mit heckelastigen Wagen. Die sind dann nämlich mal prädestiniert dafür, dass sie sich drehen, wenn man dann zu viel Gas gibt. Na gut, also auf ein neues. Und ich nehme jetzt nur bei dieser Prüfung schon 13 Minuten noch was auf. Naja, das kann ja was werden. Nicht so weit raus. Ja, ich habe trotzdem die Wand touchiert. Egal. Also, weiter geht es. Seht ihr, die Kurve habe ich jetzt doch schon schneller bekommen. Also ich kam auch viel schneller hinaus aus dieser Kurve. Und wie gesagt, manchmal ist das echt für mich ein Blindflug, gerade weil das auch so verpixelt rüberkommt. Ja, was halt so alte Spiele an sich haben. Oh! Das ist zwar immer noch nicht perfekt, aber ich meine, um Bronze zu schaffen, muss man ja nicht perfekt fahren, oder? Ja, ich darf jetzt nicht so weit raus. Okay, das ist noch akzeptabel. Hier den Schwung holen, um hier in die Kurve reinzugehen. Oh ja, doch. Ganz gut. Jetzt muss ich nur noch diese... Ja, das war nicht so gut. Oh, das war gewagt, aber okay. Ich muss sie weiter außen anfahren, damit ich hier besser... Genau, jetzt habe ich es. Aber wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Ich bin jetzt eigentlich besser gefahren.
Obwohl, das sieht wieder so aus, als schaffe ich das nicht. 29, 30? Naja, es hat nur noch eine halbe Sekunde gefehlt. Also langsam taste ich mich ran. Aber langsam tut auch mein Daumen weh. Da muss man noch ein bisschen mehr rausholen irgendwie. Ah, die letzte Kurve habe ich auch schon besser bekommen. Also von daher, daran kann es nicht liegen. Na gut, also, nochmal. Aber wie gesagt, ihr könnt euch das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie das ist hier, das fast im Blindflug zu machen. Ah, die erste Kurve hier. Zweite Kurve jetzt nehmen, genau. Dann hier in die Kurve reinbremsen. Ah, die habe ich wieder mit weniger Geschwindigkeit genommen. Ja, gucken wir mal, ob das ein Grund ist, da ich Zeit habe liegen lassen. Ja, leicht die Wand touchiert, das ist jetzt aber nicht so schlimm. Immer noch nicht optimal, aber ich habe schon mal hier mehr Zeit rausgeholt, denke ich. Ich kann jetzt nicht auf die Zeit achten, muss ich persönlich auch zugeben. Ich bin jetzt auch weiter drin, okay. Nun gut. Wie gesagt, das letzte Stück hier, das ist die kniffligste Stelle überhaupt. Und hier muss ich durch diese Schikane ganz gut kommen. Das ist halt, wie gesagt, das Schlimmste. Naja, so sollte man es nicht machen. Reingebremst? Ja, okay. Ob das jetzt wirklich besser war, sehen wir am Kurvenausgang. Ich muss hier bloß gut rauskommen. Es sieht schaffbar aus, komm. Das müsste ich jetzt aber geschafft haben. Na gut, wir halten den Atem an, drücken die Taste noch etwas durch und schaffen es. Yes! Aber was für eine Verbesserung. Also ich habe es bestanden. Es war eine Bronzemedaille. Aber nun gut, so ist es nun mal. Es hing mal wieder. Na gut, beliebige Taste drücken, wo auch immer wir diese Taste haben. Sehr schön. Übungslauf 3. Zeitrennen im Grand Valley. Das könnte auch schwer werden, vor allem wenn wir einen hecklastigen Wagen haben. Und wie gesagt, der Daumen, der tut schon ein bisschen weh vom ganzen Drücken. TVR. Wieso haben wir hier immer hecklastige Wagen? Verstehe ich nicht. Man konnte ja, glaube ich, echt einstellen, aus welcher Perspektive man startet. Da sieht man ein bisschen den Rauch aufkommen. Naja, diesen Pixelrauch, sagen wir es mal so. Nun gut, also, soll es nun weitergehen? Wie gesagt, diese Kurve hier ist tückisch. Okay, aber trotzdem noch recht gut bekommen. Welcher Grand Valley war denn das jetzt? Ach ja, genau, der große. Also hier hatten wir jetzt wie viel Zeit? Das weiß ich gar nicht mehr. Habe ich jetzt gar nicht gesehen und gar nicht darauf geachtet. Hier muss man ein bisschen mit Risiko fahren, denke ich mal. Nein, das ist natürlich schade. Na gut. Dann werde ich es trotzdem nochmal probieren. Sind ja erst 18 Minuten oder sowas. Also wie gesagt, man darf es dann auch nicht übertreiben, denn sonst diese Wagen, die gefallen halt nicht. Weil die kommen dann sofort mit dem Heck und dann war's das. Weil hier kann man noch nicht wirklich den, also das Dosieren, wie viel Gas man gibt. In Gran Turismo 3 konnte man es, das weiß ich. Ja, mal alternativ um die Kurve gekommen. Aber wie gesagt, dieser Wagen, der ist halt sehr anfällig. Wenn du da halt richtig schön durchbeschleunigst aus der Kurve, dann kommt er gerne mal mit dem Heck. Ich erinnere mich irgendwie an damals. Da habe ich diese Haarnadelkurve auch verhasst. Na gut, so geht's. Das ist schon mal zumindest eine Alternative zu dem, was ich bisher gemacht habe. Wir kommen hier rum. Yes, sehr gut. Hier müssen wir reinbremsen. Das kann ich mir zumindest so vorstellen. Und können raus beschleunigen. Na gut, das können wir vergessen. Da habe ich zu sehr gedriftet. Da wollte ich zu viel. Da darf man nur leicht beschleunigen und dann muss man wieder wahrscheinlich vom Gas runtergehen. Also wie gesagt, diese internationale A-Lizenz, die hat es dann schon in sich. In Gran Turismo 3 habe ich die auch noch ganz schön schmerzhaft in Erinnerung. Na gut, also wie gesagt, es gibt ein paar Lieder, die sie hier eingeführt haben. Und ja, wie gesagt, waren halt die Anfänger, aber es war halt schöne Musik, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, hat man die in Gran Turismo 2 dieses Lied My Favorite Game drinnen? Ich überlege gerade.
glaube ja. Also wir halten fest, dass ich am Anfang ganz schön Zeit verloren habe. Aber hier bin ich ganz gut durchgepflügt. Naja, das war eher ein bisschen rumgedriftet, aber okay. So viel Zeit scheine ich nicht verloren zu haben, oder ich habe wieder ein bisschen was rausgeholt. Also manchmal kann es ja auch nicht schlecht sein, mit dem Wagen etwas rumzudriften. Jetzt muss ich hier bloß ein bisschen weiter reinkommen, um diese Kurve ganz gut zu bekommen. Und dann passiert nämlich das. Also wie gesagt, ich mag diesen Wagen nicht. Aber gerade mit diesem muss man natürlich diese Lizenzen machen. 2 Minuten noch, was stand da. Nun gut. Mal gucken, ob ich das noch in diesem Part schaffe. Ansonsten werden die nächsten Parts erstmal Lizenzen-Parts. Ach, herrje, herrje, herrje. Nee, ich mag diesen Wagen nicht. Ganz ehrlich nicht. Ich bin zwar damals vielleicht oft gefahren, aber jetzt... Ja, gut. Okay. Noch einigermaßen gut durchgekommen. Dann wollen wir hier versuchen, wieder die Kurven optimal zu bekommen. Aber das scheint ja jetzt zu klappen. Wie gesagt, Allrad finde ich sowieso besser. Warum man das nicht eigentlich standardmäßig macht, das ist eigentlich viel besser als immer nur Heck. Naja, und da kam man schon wieder mit einem Heck. Eine Heckschleuder. Könnte man dazu auch sagen. Naja, was soll's. Einmal tief durchatmen, ich habe hier nicht meine Bestzeit. Und da sieht man es halt, dieser aufkommende Qualm. Und ich weiß noch, in Gran Turismo 2, da gab es sogar so eine Echttestprüfung. Da habe ich es dann auch echt geschafft, da habe ich mir, wie gesagt, mal diese Videos angeguckt, wie es aussieht, wenn die Gold machen. Und dann habe ich das versucht so nachzumachen und irgendwann hat es halt geklappt. Da habe ich dann vieles auch auf Gold geschafft. Und das fand ich dann auch sehr nett. Wie gesagt, da hast du dann einen Wagen bekommen, konntest den am Anfang schon ein bisschen tun, hat es bessere Voraussetzungen. Oh, nicht so weit. Ja gut, das geht zum Beispiel. Also wenn er in den zweiten Gang schaltet, dann dreht er ja nicht so hoch. Und dann kommt er nämlich auch nicht dazu, so leicht durchzudrehen. Und das kann man dann wiederum als Vorteil nutzen. Ja, gut, ist nicht das Beste, aber immerhin rumgekommen. Das ist erstmal das Wichtigste. Ne, jetzt kommen die nächsten Kurven. Man muss sich diese Strecken echt so erarbeiten. Na. Na gut, das war's. Das können wir wieder vergessen. Also, noch einmal den ganzen Spaß. 2 Minuten, 3 Sekunden. Ja, es wäre auch gelacht, wenn wir das nicht schaffen, oder? Komm, das müssen wir irgendwie schaffen. Noch in diesem Part, bitte. Dann hoffe ich, dass ich im nächsten Part dann auch das nächste schaffe. Nun gut. Ja, TVR. Ist das ein britischer Wagen? Ich denke schon. Muss ich mal nachgucken. Googeln. Mal googeln. Googeln ist ja wie gesagt ein anerkanntes Wort. Auch im Oxford Dictionary steht das drin. Genauso wie tweeten. Was dafür ist, eine, ja, also eine Twitter-Nachricht zu verschicken. Und Shitstorm hat es auch in den Duden geschafft. Yeah! Also ein Sturm der Empörung sozusagen. So, habt ihr auch gleich noch die Worterklärung mit, für die, die es nicht wussten. Und manche Wörter sind sogar aus dem Duden rausgeflogen. Waren eher so, ich weiß es echt nicht mehr. Mal gucken, ob das im Internet steht, welche rausgeflogen sind. Oder ich meine auch gelesen zu haben jetzt auch die Duden. Nee, hey, für mich ist es der Duden. Das hat sich so bei mir eingebürgert. Es sei denn, es ist wirklich nur noch die Duden zulässig, dann ist es natürlich was anderes. Dann werde ich mich wohl übel daran gewöhnen müssen, wie sich alle auch an die neue Rechtschreibung gewöhnen mussten, die ich aber irgendwie logischer finde als die alte. Schifffahrt mit 2F finde ich irgendwie unlogisch. Deswegen sollte man sich damals damit begnügen, das Wort zu trennen. Also schön am Zeilenende schreiben. Und dann hat sich das geritzt. Weil ich meine, Schifffahrt, das sind 2 Wörter, also gehören auch 3F hin. Oi. Komm rum. Oha, das wird eng. Das wird wirklich sehr eng von der Zeit.
Es ist halt nur die Frage, wie ich hier die letzte Kurve mit diesem Wagen kriege. Nicht optimal. Nee, das kannst du vergessen. Also das war's noch nicht. Das war noch nicht der Weisheit letzter Schluss, oder? Eins. Doch, ich hab's bestanden gleich. Yeah. Zeitrennen auf dem Deep Forest. Na gut, machen wir mal weiter. Aber bitte nicht schon wieder ein HDPVR. Quatsch. TVR. Nee, ich hab doch meine HDPVR hier stehen. Eine Viper. Oh, die haben immer... Oh Gott. Eine Stunde 24 Minuten. Das sollte selbst ich schaffen. Dann kann ich im Rückwärtsgang fahren, obwohl das wäre... Das wäre mal richtig gefährlich, das zu versuchen. Weil, wenn er da längst, der Wagen, der schlägt ja sofort aus. Nun gut. Wir haben also noch ein paar Minütchen Zeit. Bremse schon mal an. Ja, nicht zu stark. Aber gut, so kann man die Kurve nehmen. Doch, das geht. Jetzt muss ich nur versuchen, hier ordentlich um die Kurven zu kommen. Ja, das kann man doch als gut ansehen, hoffe ich. Hier mal vom Gas runter, dass wir hier rauskommen. Also hier gut rauskommen und dass wir hier besser das, also möglichst geradlinig fahren können. Na gut, die Kurve weiß ich jetzt nicht, wie man die einordnen kann. Hier kann man auf jeden Fall den Beton als Abkürzung nutzen. Dann wird man nämlich nicht an die Felswand rausgetragen. Schöne Pixelmatschbäume, aber ist ja auch egal. Aber jetzt muss man hier möglichst raus, um hier die Kurve zu kriegen. Eieiei, doch gerade so. Aber ich musste vom Gas runtergehen. Durchgefallen? Das ist nicht schön. Schade. Na gut. Also, wie viel Zeit habe ich noch? Naja, einen Test mache ich noch und dann werde ich den Part auch beenden, um im nächsten dann die Lizenzen weiter zu üben. Na gut, also, soll es mal vorangehen. Aber sonst bin ich hier eigentlich ganz gut durchgekommen. Hoffe ich zumindest. Also ich weiß nicht, ob das die Zeit dann auch bestätigt. Na, die Kurve, die kann man besser bekommen. Nun gut, wie dem auch sei, das war vorhin. Jetzt ist jetzt. Ach, was für eine Logik. Jetzt könnte ich hier nochmal den den Schwerpunkt verlagern, weil ich die Kurve doch noch ganz gut bekommen habe. Jetzt kann man hier schön geradwegs durchbeschleunigen. Nun gut, also ich bin der Meinung, ich war nicht auf dem Rasen, aber egal. Das Spiel hat recht. Wenn es das so meint, dann wird das so gewesen sein. Wie gesagt, diese Trägheit wurde ich aber schon sehr gut rübergebracht und naja, das war Mist. Na gut. Also wir versuchen trotzdem noch das Beste daraus zu machen, indem wir versuchen, jetzt diese Kurve hier ein bisschen besser zu kriegen. Ja, nicht so weit raus. Sehr gut. Wie viel Zeit hatte ich? Das habe ich schon wieder vergessen. Ja, also das war doch schon ganz gut. Es geht zwar noch besser, aber das war doch schon ziemlich gut. Aber ich weiß jetzt echt nicht die Zeit. Bestanden auf jeden Fall. Das ist sehr schön. Na gut, dann werden wir mal das beenden, weil ich werde das Spiel jetzt abspeichern. Genauso sieht's aus. 29 Minuten noch was haben wir schon. Ich weiß nicht, ob das dann auch so hinhaut. Also mit dem Video an sich. Nun gut, wir speichern jetzt das Spiel. Und auch wenn es jetzt erstmal nur die Lizenz war, hoffe ich trotzdem, dass euch dieser Part gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr ihn ja mit einem kleinen Däumchen nach oben unterstützen und ihn kommentieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Gran Turismo. Also bis dahin, euer The Friendzine.